Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder bei Schau mal rein und diesmal haben wir uns den neuen Eriba K angeschaut, den 602. Mhm. Oder beziehungsweise den schauen wir uns gleich mit euch zusammen ein. Das heißt, er geht da rein, schaut durch eure Augen. Genau, wie ich das Fahrzeug das erste Mal erlebe. Genau, und wann erlebst du denn das alles? Nach dem Intro. Na dann mal los. Gleich vorne fällt natürlich auf, ihr könnt ein Brett hier an der Seite hochklappen oder runterklappen, eher gesagt. Und dann habt ihr hier einen schönen Tisch draußen. Also finde ich nett gemacht auf jeden Fall. Hier scheint auch irgendwas erweiterbar zu sein. Was das genau ist, weiß ich nicht. Ob das hier Haken sind für Handtücher oder sowas oder ob da doch eine Tischplatte hinkommt, das kann ich nicht genau sagen. Ledersitze, das macht natürlich schon was her. Das bekannte VW-Cockpit, das ist der neue, glaube ich, auch, würde ich sagen. Es gibt ja einen neuen Crafter und das scheint halt der neue auch gleich zu sein. Schön viel Staumöglichkeiten, Halleluja, das muss man ja wirklich sagen. Hier oben noch ein ganz kleines Fach, was man auch nochmal zumachen kann. Hier haben wir die Bedienzentrale, Eriba, da fährt das Ding hoch. Muss man halt mit Touch bedienen. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrzeug hier gleich noch anmachen muss. Wir werden es gleich sehen. Dann Kühlschrank hier vorne. Gleich in dem Bereich. Ja, ist ja gut, ne? Reicht aus. Darunter habe ich gesehen, gibt es auch noch eine Schublade. Wunderbar. Und dann gucken wir doch mal weiter. Der Küchenblock. Hier klickt es gerade überall. Also das System fährt übrigens sehr lange hoch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es normal ist oder nicht. Kann ich dazu nicht sagen, denn wir kennen die Fahrzeuge ja nicht. Küchenblock. Ja, klar, logisch, ne? Beides da. Hoppala, irgendwas ist da runtergefallen. Das müssen wir gleich, das wird der Regler hier sein. Das ist sprich die Schublade. Da hat irgendwer sich einen Scherz erlaubt, das Ding abzudrehen sozusagen. Ja, so ist das halt. So ist es passiert. Auf der Messe. Ein kleines Fach da drunter noch. Dann haben wir hier noch ein Fach. Und sonst im Bad. Hier drüber, glaube ich, ist das ein Fach, ist das kein Fach? Nee, das ist ein Schalter hier. Und hier haben wir sonst das Waschbecken. Ist natürlich gut gelöst, dann ist das Ding weg. Hier haben wir noch ein Fach. Also Fächer gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, aber weiß nicht, ob es ausreicht, das muss man gucken. Toilettenhalterrolle und Duschvorhang, das ist halt klar. Aber hinten ist natürlich mega, ne? Also tolle Sitzgruppe hinten gleich drin. Das Ganze kannst du dann hier runterklappen, dann kannst du auch ein Bett dafür. Das heißt, hier schläfst du dann natürlich auch. Und alles Leder, also es duftet hier auch nach Leder, ehrlich gesagt. So, Staumöglichkeiten sind tief. Da geht richtig was rein für einen VW, ehrlich gesagt sehr untypisch. Aber das muss ich sagen, ist gut gelöst. Haben die prima gemacht. Da hinten noch Stauflächen. Drinne. Da hat man dann halt solche Schachteln reingebaut. Und sonst gucken wir hier nochmal rein kurz. Ja, das ist natürlich alles Staumöglichkeiten. Schiebefenster das ist halt für die Seite. Für die andere Seite ist es ein normales Fenster. Und hinten sind es auch normale Fenster. Das heißt halt Schiebefenster dort auf der Seite, weil da die Schiebetür ist, damit das nicht kaputt geht. Ne? So, können wir nochmal von hinten gucken, mal sehen, wie es aussieht. Von hinten das Fahrzeug sich nochmal angeschaut, habe ich gesagt. Haben wir noch Ablagemöglichkeiten. Hier hinten ist noch ein Fach. Dieses Fach wird für die Gasflasche sein, sonst kommt da mit der Diesel daher. Und Oh, einmal noch der Rundblick rundum. Ja. Macht einen schönen Eindruck, gerade mit diesen zwei Farben. Finde ich einen sehr schick. Und zu der Seite haben wir hier noch die ganzen Versorgungsklappen, Toilette.
Und da ist die Heizung. Also die Heizung ist hinten links verbaut auf der Fahrerseite. Eriba K602, den 600er, den haben wir euch auf der CPT vorgestellt, jetzt den 602, kostet in der Basisversion, ich merke mir einfach überhaupt gar nichts, bin vorbereitet wie ein Ulf, 76.900 Euro. Und so wie er da steht? 89.835. Das sind erstmal die harten Facts, die Soft Facts. Bettengröße, Kühlschrank und so weiter. Das Wort Vista kommt am Ende des Videos. Jetzt war es einmal ein erster Blick. Und wenn ihr so ein Fahrzeug sehen wollt, lauft auf die Messen, fahrt zum Händler eures Vertrauens und schaut euch mal einfach so ein Eriba K auf VW an. Ist eine feine Sache. Und Rabatte und so weiter werdet ihr beim Händler sicherlich vielleicht auch bekommen. Oder auch nicht, das wissen wir nicht. Ja, das gut, müsst ihr klären. In diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.